So, da sind wir wieder bei Final Fantasy mit 23 FPS, weil das Spiel gerade scheinbar irgendwas hier in diesem Dorf nicht mag. Die Dunkelheit. Dein Gesicht. Dunkelheit. Es ist zu dark. Nee, ja, 18 FPS. Gesicht. Geil. Hier laufen zu viele Menschen rum. Ja, warte, ich frag dich immer, ob die alle on gehen können. On? Off? Off. Alt F4 für mehr Items. Wohin dann müssen wir jetzt rennen? Ah ja, bis ganz am Arsch der Welt. Das sind 1 Million Quests, die ich nicht annehmen möchte. Ja, nimm sie nicht an. Geht links raus bei Alt Gridania und dann wisst ihr, wo ihr die Quests abgeben könnt. Aktiviert die Eteriten unterwegs. Ja, ja. Und dann geht einfach wieder zurück in die Stadt, auch wenn ich die Stadt gerade irgendwie wieder nicht finde. Hä, hast du schon gemacht oder was? Ja, ich war schon da. Ich darf nur hinlaufen und abgeben. Und dann, zurück. Das ist echt nirgends der Name von dem Eteriten. Ach doch, jetzt, wenn man ihn benutzt, wenn man ihn gelernt hat, steht der Name einmal kurz da. Schnell aufschreiben. Und merken. Und wo ist Peter? Ach, der ist ein bisschen hinter mir, okay. Cool. Bin verwirrt. Da sei er. ETF. Ja, wir sind ein bisschen außen rum gelaufen. Ja. Also richtig viele Quests noch, ey. Tiefer Wald. Ja, aber keine annehmen. Aber ist so geil gerade. Hallo, du. Hallo, ich habe hier einen schönen Zettel für dich. Einen Moment, bitte. Please hold the line. Wo müssen wir denn hin? Nach ganz links. Klingt so, als würden sie gleich wieder reden. Oder Textboxen, ich bin gespannt. Sei gegrüßt, Gesandter aus Machen sie auch. Ulda. Als Abenteurer hast du es offensichtlich weit gebracht. Tritt näher. Also hier seid ihr eindeutig nicht. Willkommen in Gridania. Mein Name ist Kan'e Senna. Ach, da unten, da ganz links. Welche Botschaft bringst du? Na, hat der kleine Peter es gefunden. Ja, eigentlich nicht. Ja doch, eigentlich schon. Nee, aber ich verlaufe mich gerade auch. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder zurück in die Stadt komme. So, und schon hat sie auf einmal ihre Sprache verloren und kann nur noch in Textboxen sprechen. Das ist eine weit verbreitete Krankheit. Ich merk schon. Warum wird's denn überhaupt nicht angezeigt, wo ich jetzt hin muss mit der Quest? Die hat ein Schaf als Kette. Ah, hier war richtig. So, wohin? Also ihr seid da, ihr gebt gerade ab. Peter hat wahrscheinlich schon abgegeben. Nee, laufe ich gerade hin. Ach so. Ich war doch voll falsch gerade. Okay, hä, wieso bist du mir nicht einfach hinterhergelaufen? Weil ich noch stoppen musste an dem Eterit und dann war's da weg. Und wenn Leute in so einem Quest-Button hier drin stehen, siehst du ja nicht mehr auf der Karte. Stimmt. Ich soll mich übergeben? Krass. Boah, was für eine wunderhübsche Zauberin. Mit einem Schafamulett. Fast so hübsch wie die Frau, die du vorhin kennengelernt hast, ne? Ja, die geht die mir nicht mehr aus dem Kopf. Sehen. Auftrag abgeschlossen. Boah, wir haben jetzt ein kleines Luftschiff-Pad, mein Gott. Ja. Muss ich aber den Auftrag, den der Druid jetzt hat, nehmen wir an, oder was? Ja, yeah, daneben. Ja, das ist die Hauptquest, soweit ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wohin dann. Mit Baderon sprechen. Wo ist der? Da klickt einfach mal drauf und drückt Karte. Jetzt sagen wir nicht daneben. Obere Decks. Obere Decks. Ach da. Sollen wir uns hinporten? Ist das ein Ort, den wir kennen? Ich denke mal da, wo wir gelandet sind. Obere Decks. Hieß es Obere Decks? Ja. Würde Sinn machen, oder nicht? Okay. Ja, von der Aufteilung der Räume war das, oder? Dann porte ich mich jetzt auf eine neue Dingens. Gridinär. Und ihr könnt mitkommen. Hier gibt es den Druiden, nice. Können wir?
Von den Gärtner. Ich denke, wurdet ihr nicht gefragt? Ich bin an dem Stein, warum sollte ich mich überhaupt reinporten? Hey, das ist ein kleiner Fratz. Manu, Gärtner und Druide gibt es hier. Bin ich klein? Was, hier gibt's Gärtner? Ja, bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Und ich bin schon Gärtner und Druide, und du? Nein. Alle Berufe direkt gelernt. Aber ich habe mit dem Gedanken gespielt. Freibriefe gibt's hier. Ich kann gar nicht runterspringen, ey. Hä? Nee, hier ist eben nicht die unteren Decks, oberen Decks. Wir waren, die kommen ja sowieso hier von unten. Sah aber so aus laut der Map. Dann habe ich keine Ahnung. Kann mich mal bitte an den Porten? Ja, warte, ich guck mal. Wir müssen nach Lanosekia. Was? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er doch gar nicht hier. In der Stadt, wo wir uns gerade befinden. Kann das sein? Ja. Ich guck gerade und. Ja, eben, das ist in La Nostria. Ja, doch in der vierten Stadt. Ja, aber wir. Nein, da waren wir gerade. La Nostria ist die Stadt, wo wir waren. Wo waren wir da bitte? Nein, wir waren in Limsa Limbiosa. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Das ist Manu. What the fuck? Weil es mit L anfängt, deswegen. dann frage ich mich allerdings, warum der uns nicht direkt zu einem Schiffstyp schickt. Hat er uns auch gemacht. Weil man mit dem Flugschiff nicht dahin kommt. Nicht? Nein. Stimmt, hier ist nur Ulda und Limbiosa. Und Lominsa. Jetzt bin ich verwirrt. War der Ruf des Meeres. Wird der Hafenbar zur ertrinkenden Sorge in Limsa Lominsa. Ah, La Nostria ist doch die, war das nicht das, wo wir vorher waren? Wir sollen nach Limsa Lominsa. Ja. Jetzt zumindest im Questlog. Wahrscheinlich haben die uns jetzt das Schiff einmal gezeigt, das müssen wir aktiv selber damit arbeiten. Ja, aber wir waren doch gerade da und haben mit dem Schiff geredet, sozusagen. Also ich glaube, es ist in der ersten Stadt, in Ulboa. Nein, Limsa Limosa. Ja, geh ruhig in die erste Stadt, Manu. Ich höre einfach auf den Questlog. Wenn es da drin steht, dass wir da hin sollen, dann stimmt es bestimmt nicht. Ja, aber wie denn? Du gehst doch zum Schiff und fliegst da hin. Das schafft Manu nicht alleine. Ach, das. Hä, bist du. Wie hieß denn jetzt nochmal der andere Ort? Limsa Limosa. Nein, der andere. Ja, was weiß ich, da müssen wir nicht Ulda? Hin. Ulda? Meinst du? Ulda ist der erste Ort. Ja, dann das waren weiß wir ich. In Limsa Limosa. Manuel, da müssen wir nicht hin. Flieg nach Limsa Limosa. Lominsa. Laminsa Monsa, Minsa Mosa. Kann man das nicht 1, 2 und 3 nennen? Nein, kann man nicht. So, ich gebe gerade die Quest ab. Manuel, aber flieg du ruhig noch woanders hin. Ja. So, wo bin ich denn? So. Boah, eine Cutscene, die nicht abbrechen kann, was ist das denn? Ich, ey. Hey, und Freps läuft diesmal sogar immer noch. Cool. Wow! Okay, 1 Million mal obere Decks. Wie wenn ich IP wir auch kriegen? Ein komplett anderer Ort als Ziel angegeben wurde, frage ich mich. Es wurde La Nostria angezeigt bei mir. Ah, da unten. Wie komme ich denn da hin, Alter? Ja, bei mir auch eben, Mann. Nur deswegen waren wir ja verwirrt. Aber die Stadt gefällt mir besser als diese grüne. Okay. Scheinbar so eine Piratenstadt. Gegen Piraten. Weil auch der Platz mit dem Etarit sieht viel geiler aus, aber seht ihr ja gleich. Ja, jetzt bin ich fertig und muss. Hä? Ach, wo bin ich denn hier auf der Map? Boah, ich finde meinen eigenen Charakter nicht. Von der Bar aus drehst du dich um nach links, da ist die Treppe, die runterführt. Ja, in dem Durchgang. Treppe, die runterführt. Ich bin jetzt schon wieder halb draußen. Dann bin ich ja falsch. Von der Bar aus, einfach nach links gucken, da war das. Yay, yeah, in Stadt Etherit.
Genau, Zombie ist richtig. Ja, bin hinter dem. Oder auch nicht, hä? Warst du da nicht gerade? Ah, ach, jetzt ist er aufgeploppt. Aber hier ist nur der Kleine. Wo Peter meint, dass der Große ist. Ja klar, der Große, genau. Wo ist denn der? Unteres Deck. Achso, wir sind im oberen Deck. Also von der Bar aus nach links, da geht ihr quasi ein Deck runter. Okay. Bar. Da hinten ist aber noch was. Also, laut Quest müssen wir eh zu den unteren Decks. Wir können einfach runterjumpen und sterben. Echt, ey. Aber mit dem Fern waren wir schon wieder zu dieser einen Station, wo wir mal nicht reinkamen. Nee. Geht nicht, ne. Ne, dann meinte Peter... Hier sind doch Truppen. Das war aber auf der rechten Seite, wenn man sich umgedreht hat. Ja klar, wenn ich umgedreht, das ist richtig. Ich meine, wenn du davor stehst... Du hast gesagt, umdrehen und dann links. Oh, okay. Verdammt. Der wollte uns verarschen, der wollte leveln. Ah, da ist der Ätheritenplatz. Erinnert mich an Monster Hunter. Was? An die Hafenstadt aus Monster Hunter erinnert es mich. Nur in HD. Ja. Ja, das neue Monster Hunter 4 kommt ja auch nur für ein 3DS. Na toll. Texturen können sie sich sparen. Mal als Idee, ich glaube, wir müssen jetzt hier quasi raus. Aus der Stadt. Deswegen wäre es vielleicht nicht so dumm, hier noch ein paar Quests anzunehmen. Ich denke, das ist dasselbe wie bei der anderen Stadt. Das soll jetzt hier nur ganz kurz rumgeführt werden. Achso, und deswegen müssen wir hier auch raus aus der Stadt. Hä, wir waren doch hier schon mal in der Stadt. Auch. Wir waren doch hier schon mal, Manuel. Warum sollen wir denn nochmal rumgeführt werden? Manuel, gerade sind wir nicht aus der Stadt rausgegangen. Nur mal zur Info. Hä, klar. Wir waren nicht aus der Stadt. Das war immer noch die Stadt, wo wir mit der Frau das da... Genau, das war die... Richtig. Okay. Hä? Die Karte ist so verwirrend. Wie kommen wir denn dahin mit zum Typen, richtig. Mit dem wir reden müssen? Kommt hier, kommt hier. Kommt da... Hä? Was? Hier. Ah, da oben. Ah, da unten, hier. Okay. Nein, weiter, runter. Hier rein. Ja, schau mal auf die Karte, es überlappt sich alles. Ja, genau, weil das hier dreimal runter geht. Voll dumm. Der kleine Fratz. Hui! Nee, ich würde sagen, deswegen würde ich hier in der Stadt jetzt alle Quests annehmen eigentlich. Nee, wir reden jetzt erst mit dem Fähren. Das ist Netherit. Das ist Netherit. Vielleicht können wir damit nochmal... Oh. Zombie, aktiviere den Netherit. Okay. Mark, kann doch nicht ja da hinspringen, was ist denn das? Hey, der hat deine Kleidung an. Voll der Typ. Ich habe eine Frau. Hä? Das ist eine Frau. Ist das eine Frau? Der Katzenfrau. Ach ne, die Quest hier will ich doch nicht annehmen. Okay, Suche drei Quests hier im Laden, ist ein bisschen blöd, oder? Ja, das sind die ganzen Low-Level-Quests, die jetzt hier im Dorf sind. Einfach von der Hauptquest weitergeleitet werden. Auf ins westliche... Wirklich richtig? Nein, ne? Wir müssen mit dem Boot fahren, okay. Hey, hier ist so ein kleiner Spast. Das ist Debitor. Das bin ich, du Wichser. Ja, ach. Zur Sonnenküste oder zum Bierhafen? Lass uns zum Bierhafen, das klingt einladend. Ja, hab schon Bierhafen angeklickt. Ich glaube, da war sogar richtig. Westliches Lanoskea. Was, Bierhafen? Ja. Ja. Ich glaube, das war richtig. Ich sehe noch nicht alles. Oh, da rechts ist ein Level 12er Kampf-Fade-Ding. Und wir sind richtig. Ja. Der hat Level 15er Quest, nur mal so zur Info. Ja, die können wir annehmen. Manu? Ja. Quest annehmen. Oh, Vergütung. Freibrief des Bierhafens. Boah, lecker, voll der Bier. Was? Warum muss ich annehmen? Ich dulde keinen Alkohol auf meinem Kanal, deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Boah. Voll der Rhyme. Krass, man. Yes. Ich nehme jetzt an. Freibrief angenommen. Nimmst du den an? Ja. Boah.
Trotzdem heißt es auf Wiedersehen. Jetzt hat er überlegt. Er sucht gerade noch einen Reim. Auf Wiedersehen. Ich sag nur Tschüss. Genau, reim mal was Ende. Auf Tschüss. Auf Wieder, Tschüss. Ich hatte überlegt, wer als nächstes dran ist. Das hätte ich mit Wiedersehen gereimt. Okay, wir sehen uns dann beim Drum Let's Play.